Schönen guten Tag, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Online-Kongresses Ausblick auf die neue Zeit. In diesem Gespräch habe ich Helmut Troost als Gast und Gesprächsteilnehmer, der uns ein bisschen was über die vedischen, speziell die vedrussischen Sichtweisen erzählen wird. Doch vorher will ich ihn kurz vorstellen. Helmut erblickt das Licht der Welt am 28. Juli 1956 in Neumünster. Er studiert nach dem Abitur Informatik mit dem Nebenfach Betriebswirtschaft in Hamburg und schließt dieses als Diplom-Informatiker ab. Nach 6 Jahren praktischer Berufserfahrungen im Sportartikel-Einzelhandel ist er 11 Jahre lang als Unternehmensberater SAP im Angestelltenverhältnis tätig und seit 2006 bis heute selbstständig mit demselben Thema, also Unternehmensberater SAP. Seit 1995 ziehen ihn parallel zur beruflichen Tätigkeit Gesundheitsthemen, alternative Weltsichten und spirituelle Fragen an. So beschäftigt er sich mit alternativer Medizin, speziell mit den Methoden von Klinghardt, aber auch mit Energie- und Informationsmedizin. Er interessiert sich für Aura-Philosophie und Fotografie, Klopftechnik, Coaching, Auflösung psychologischer Blockaden, autogenes Training, Meditation, indische Philosophien, Rückführungen, spirituelle Reisen und Reiki. Schließlich landet er beim vedischen Wissen der Russen, das auch als vedrussisches Wissen bezeichnet wird. Darüber hält er auch Vorträge und erstellt Analysen entsprechend der vedischen Philosophie und der vedischen Sicht menschlicher Charaktere. Besonders fasziniert ist er vom vedrussischen Kalender und den vedrussischen Schutzgöttern. Ja, lieber Helmut, ich freue mich, dass du meinen Wunsch, mit dir ein Gespräch führen zu dürfen über deine Einsichten des vedrussischen Wissens und heiße dich deshalb ganz herzlich willkommen beim diesjährigen Online-Kongress Ausblick auf die neue Zeit. Ja, schönen guten Tag an dich, lieber Sigvard. Danke, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier das erzählen kann zu den Dingen, mit denen ich mich beschäftige. Schönen guten Tag auch an alle Teilnehmer. Freue mich auch, dass ich hier bin und wie gesagt, einiges aus den Dingen, die mir so zugekommen sind und die ich mir erarbeitet habe, hier ein bisschen von dem Wissen weiterzugeben und ein bisschen von dem Wissen darzustellen. Ja, freue mich auf eine interessante Sitzung. Schön. Ich freue mich auf ein inspirierendes Gespräch mit dir und möchte einleitend ganz gern, dass du vielleicht einmal kurz darstellst, wie du überhaupt zu dem Vedrussischen gekommen bist. Ich weiß definitiv aus verschiedenen Medien, dass ich nenne sie jetzt einfach so, ohne Wertung, die Mainstream-Wissenschaften die Existenz vedrussischen Wissens leugnet oder ablehnt, wie auch immer. Die Veden sind für die Wissenschaften etwas rein Indisches. Dem ist offensichtlich nicht so. Wie also bist du darauf gekommen? Denn selbst im Internet habe ich schon mal gesucht und es ist sehr schwer, überhaupt etwas zu finden. Ja. Ja, das ist sicher nicht ganz einfach, aber ja, wo die Ursprünge wirklich lagen, vielleicht hat es sogar Ende meiner Jugend und meiner Schule schon angefangen. Da durfte ich mit einer Klasse selbst mal den ersten Besuch in Russland machen, habe dort die russische Sprache kennengelernt, durfte die in der Schule lernen. Das hat man kurz vorher bei uns dann eingeführt auf der Schule. Da habe ich den ersten Kontakt zum Russischen gehabt und hatte da schon sehr gute, intensive Verbindungen. Dann, wie du schon erzählt hast, lieber Sigvard, bin ich ja seit 25 Jahren schon irgendwie in anderen Wegen unterwegs.
Vorher war das Leben relativ gleichförmig verlaufen, aber dann habe ich doch andere Dinge vom Leben, alternative Blickwinkel entsprechend kennengelernt, was das Leben ausmacht und dass das mehr ist, als was uns im normalen gesellschaftlichen Bild vermittelt wird, und habe dort einfach mehr kennengelernt. Ja, dann, das hat sich weiterentwickelt. Du hattest die Punkte schon erzählt, das muss ich nicht wiederholen. Bis dann in 2020, bedingt auch durch die besonderen Umstände hier in der Gesellschaft, dann eben man sich mit anderen Wissen auch beschäftigt hat und andere Informationen bekommen hat, viel mehr Informationen preisgegeben worden sind. Und dann bin ich endgültig wieder auf dieses Thema russische Philosophien und auch das Vedische gekommen. Vedisch war vorher für mich tatsächlich nur das, was man als indisch-vedisch betrachtet. Das war für mich immer das Vedische, aber dann habe ich dann doch gelernt über die neuen Informationen, dass das Vedische seinen Ursprung doch hier in der russischen Region hat. Und dass das Indisch-Vedische, um das gleich nochmal zu trennen, ein Abklang oder im Grunde eine Weiterentwicklung oder Unterentwicklung des Russisch-Vedischen ist und sich daraus entwickelt hat. Das macht es nicht schlechter, ist trotzdem nach wie vor ein sehr wertvolles Wissen. Das, was die Russen nur im Geheimen tun durften oder die slawischen Russen nur im Geheimen tun durften, ist bis heute an sich eher eine Geheimphilosophie, die noch eher verboten ist, als dass man zu offen darüber sprechen darf. Durfte das im Indischen immer sehr offen gehandelt werden. Und das war natürlich dann interessanter. Die konnten mehr aus diesem Wissen machen und haben das auf ihre Art und Weise dann dargestellt und haben diese uralten Schriften, die auch eben ihre Basis im Russischen haben, dann auch verwandt und genutzt und umgesetzt. Also ist letzten Endes das Russische der Ursprung und die indischen Veden sind also dann, wie du sagtest, eine Weiterentwicklung. Gibt es auch Zusammenhänge zwischen dem Vedrussischen und den Germanischen? Ja, da muss man sehen, wie die Entwicklung gewesen ist. Da muss man vielleicht ein bisschen in die Geschichte einfach mal reingreifen, wie eigentlich die Besiedlung der Erde nach den vedischen Philosophien und den vedischen Schriften dann passiert ist. Das ist vor sehr, sehr langer Zeit, vor fast 600.000 Jahren, sind von anderen Planeten andere Rassen oder andere Völker hierher gekommen auf die Erde und haben die Erde entsprechend besiedelt. Das war dann ganz im Norden, im sogenannten früheren Planeten Hyperborea. Das ist im Grunde, das sind vier Gegenden, vier große Ländereien um den Nordpol, die heute aber alle so nicht mehr existieren und dann eher wahrscheinlich unter Wasser noch verfügbar sind, sind die hergekommen. Das war an sich die Besiedlung der Erde, der sogenannten Midgard-Erde nennt man das. Also Erde an sich, der Begriff ist eher eine Verkürzung noch. Offiziell heißt unser Planet, auf dem wir hier leben, Midgard-Erde laut nach den Vedischen. Und ja, dort haben sie sich zuerst angesiedelt, haben da sehr, sehr lange Zeiten gelebt und haben dann irgendwann, als das dort nicht mehr lebenswert war oder auch der Planet oder die Gegenden dort unterzugehen drohten, sind die im Grunde dann weitergewandert und zwar dann in die Gegend, in die russischen Gegend, was heute die Sowjetunion oder die Russland ist, und zwar in die Gegenden hinter dem Ural. Russland ist ja immer zweigeteilt werden, der europäische Teil vor dem Ural und der andere Teil hinter dem Ural, sind dort in diese Gegenden dann runtergezogen und haben sich dort festgesetzt. Und von da aus haben sich dann über die ganze Welt verbreitet. Ein Teil ist eben in den indischen Raum, also Richtung Süden gegangen, und ein Teil ist in den europäischen Raum gegangen, dann eben über die Nordländer und dann im Grunde auch eben das, was heute unser Deutschland ist, selber. Und insofern ist auch diese germanischen Philosophien, um deine Frage nur zu beantworten, auch im Grunde eine Abart oder eine Abentwicklung dieser russischen Völker selber, die sich dann verbreitet haben. Deshalb kann man auch mit Fug und Recht sagen, nach diesen Philosophien ist unser Urabstammungsvolk dieses slawisch-russische Volk letztendlich oder die Völker, die dort auf die Erde gekommen sind, von denen stammen wir ab. Wir vielleicht von den Germanen mehr und die Germanen wieder von den Petrus. So kann man es einfach darstellen. Schön. Ist in den
weltrussischen diesbezüglichen, ja, sag ich, nenne sie jetzt einfach mal so, Mythen auch etwas über die Absicht enthalten, weshalb diese außerirdischen Völker oder diese außerirdischen Wesen hier gelandet sind und versucht haben, die Erde zu besiedeln. Ja, die haben schon eine sehr gute und sehr, sehr tragende Philosophie in sich gehabt und sind sehr auf Basis einer guten geistigen Welt und einer guten Vernunft basieren alle Prinzipien selber. Das sind auch diese Grundlagen, gerade die geistigen Grundlagen, die die inneren Kräfte des Menschen stärken und ihn anregen und dort entsprechend auch dann alles aus dem Menschlichen herausholen. Die vedische Kultur kann man vielleicht auch aus dem System zum Empfangen, Verstehen von Informationen über die Welt um uns herum, also das bewohnte Universum, zu sehen. Ja, die hat also einen enormen Vorrat an gesamter Lebensphilosophie, an dem, was mit der Natur verbunden ist und was so heute in unserer Zeit so ein bisschen alles immer zu kurz gekommen ist. Und deshalb sind an sich die vedischen Philosophien wirklich auch im Augenmerk. Und das war auch eine meiner Antriebsfedern, diese wieder rufwilliger zu machen und wieder mehr ins Bewusstsein der Leute auch zu ziehen, da mehr von diesem Wissen reinzubringen. Werden wir sicher im Verlauf der Sitzung auch später bei den Unterthemen dann selber auch noch mal etwas mehr dazu hören. Es gibt ja insgesamt über die gesamte Erde verteilt viele verschiedene Mythen und Vorstellungen darüber, wie die Menschheit entstanden ist, mit welcher Absicht sie entstanden ist. Also speziell das, was du vorhin genannt hast, das im Vedrussischen, das Midgard, das ist ja eindeutig auch im Germanischen enthalten. Aber es gibt eben auch die Vorstellungen oder Überlieferungen, wonach die Außerirdischen den Menschen ursprünglich als eine Art Sklavenrasse geschaffen haben, um zum Beispiel Gold abzubauen und den außerirdischen Wesen zur Verfügung zu stellen. Darüber scheint ja in diesen russischen Schriften nichts enthalten zu sein. Nee, die haben wirklich eine ganz andere Grundlage. Also das Vedrussische oder das Slawisch-Vedische hat immer an sich eher eine freie Deutung der Welt und der Umwelt gehabt. Und dort waren die Menschen hatten dort auch noch einen ganz anderen Wert, als es heute war und auch einen ganz anderen Bezug zur Natur. Alles andere ist sehr viel später dann gekommen. Da muss man natürlich auch sehen, wie die Erde generell besiedelt worden ist. Damals ist die sogenannte weiße Rasse, die sogenannten Arier nennt man das, was so heute eher ja ein bisschen verbotene oder negativ belegte Begriffe sind. Im Grunde eben sind dort auf die Erde gekommen. Die anderen Völker, die wir oder die anderen Gruppierungen, die wir auf der Erde haben, wie die dunkle Bevölkerung oder die chinesische, asiatische Bevölkerung oder auch die indianische Bevölkerung, die sind wesentlich später gekommen und sind dann hier dazugekommen. Aber die ursächliche Sache war eine relative hohe Klarheit, ein Glauben an eine gute geistige Welt und ein vernünftiges Umgehen miteinander, spricht auch dafür. Man sagt auch in den vedischen Schriften ganz am Anfang sind die Wesen, die runtergekommen, nur als Lichtwesen hier gewesen und gar nicht so physisch verankert. Das ist erstmal sehr viel später gekommen. Eher vielleicht, also vor 600.000 Jahren hat es wohl weitläufig begonnen und vor, was ich 40, 50.000 Jahren hat sich das dann eher in physischer Form materialisiert selber und haben sich die Wesen eher physisch gezeigt und sind dann mehr zu den Wesen geworden oder Menschen geworden, wie wir das heute kennen. Entsprechend haben sie natürlich auch mit anderen Fähigkeiten gelebt, anderen Sinnen und anderen Möglichkeiten schon zur Verfügung gehabt. Und waren sehr, sehr, eine sehr, sehr hochentwickelte Kultur. Ist in den vedrussischen Schriften auch etwas über den Untergang von Kulturen und den Neuaufstieg anderer Kulturen enthalten? Also zum Beispiel diese Themen Hyperborea
dann Atlantis und so weiter, oder ja, oder beschäftigt sich dieses vedrussische Wissen nur mit dem Anfang sozusagen? Also erstmal beschäftigt sich es hauptsächlich, so wie ich das verstanden habe, nur mit den grundsätzlichen Philosophien, wie man hier auf der Erde leben kann, wie man mit der Natur gut umgehen kann. Wobei auch schon damals, und das war jetzt vor 40.000 Jahren, wurde das ein bisschen konkreter. Dann hat man auch gemerkt, auch von Seiten der höheren Ebenen des Vedischen, der sogenannten Götter, kommt nachher auch noch kurz dazu, hat man auch eher gemerkt, dass es auch andere Zeiten, nicht nur schöne und lichte Zeiten geben, dass es auch dunkle Zeiten geben kann. Und hat auch damals schon versucht, das ist auch so ein bisschen in den Veden beschrieben oder auch in den begleitenden Schriften, den sogenannten Veden von Perun, beschrieben, dass dort auch dunkle Zeiten kommen können und man sich darauf auch vorbereiten muss. Und dann auch mit den dunklen Zeiten. Wir kommen dann nachher über die Zeitrollen auch nochmal dazu, dass man das besser versteht, aber dass man damit auch umgehen kann. Aber erstmal grundsätzlich über eine Entwicklung, dass irgendwas untergeht, sich verändert und sonst was, ist in den Grundschriften erstmal nichts zu sehen. Das sind wirklich Schriften, die grundsätzliche Lebensphilosophien beinhalten und eine Art und Weise miteinander umzugehen beinhalten und das entsprechend auch dort niederleben. Die Basis sind übrigens, das kann ich vielleicht hier nochmal einschieben, sind sogenannte neun vedische Bücher, die jetzt Schritt für Schritt auch hier wieder zugänglich gemacht werden. Es sind bisher nur fünf wirklich ins Russische übersetzt worden von den damaligen Schriften. Die sind also vor 40.000 Jahren entstanden, so heißt es. Und fünf davon sind schon ins Russische übersetzt worden und dann logischerweise auch in anderen Sprachen verfügbar. Deshalb weiß man von diesem Wissen jetzt schon eine ganze Menge. Aber es gibt immer noch viele Bücher, die noch nicht transferiert worden sind und welches Wissen wir noch gar keinen Zugriff haben. Aber wenn ich dich so recht verstehe, ist man dabei, dieses Wissen aus dem Geheimen ins Allgemeine zu bringen, oder sehe ich das falsch? Ja. Es ist jetzt wieder ajour, kann man sagen, dass dieses Wissen langsam wieder eröffnet wird. Auch langsam wird es in Russland wieder zu einem erlaubten Wissen. Man muss das ja wirklich so sehen. Bisher war das ein verbotenes Wissen. Also ich habe auch mit einigen russischstämmigen Menschen mich darüber unterhalten und die haben gesagt, ja, habe ich schon mal gehört, aber das ist verbotenes Wissen. Wo ich dann auch sagte, gut, das ist ja dann doch ganz extrem. Also das indisch-schwedische Wissen war nie ein verbotenes Wissen und das germanische Wissen im Grunde auch nicht, was wir dort haben, obwohl es ja von denselben Ursprung hat. Aber im Grunde jetzt ist man dabei, das wieder freizugeben. In Russland öffnet sich das Ganze. Es gibt jetzt Akademien, die sogenannte Asgard-Akademie zum Beispiel, die vieles von den Dingen veröffentlicht. Und man findet jetzt auch in russischen Internetseiten und russischen Veröffentlichungen auch immer mehr über dieses vedische Thema wieder. Also es öffnet sich und Russland öffnet sich auch. Es wird dort langsam, wie gesagt, wieder ajour, auch über dieses Wissen zu reden und auch sich mit diesem Wissen wieder zu beschäftigen und diesen Bezug zur alten Geschichte auch wieder zu bekommen, der ja in Russland noch sehr viel stärker ist als jetzt hier in anderen Ländern der Welt. Ne? Das muss man auch ganz klar so sehen. Aber in deutscher Sprache ist bisher also nach wie vor kaum etwas zu erhalten oder zu Da finden. ist so gut wie nichts zu erhalten. Also da braucht man schon Übersetzer oder dass jemand das mal übersetzt, mal bereitgestellt hat. Ich bin zum Beispiel auch auf die vedischen Büchern, auf die eine oder andere Internetseite, auf die Bücher gestoßen. Da sage ich, ach wunderbar, kannst du ja mal angucken und schon waren alle gesperrt. Es ist hier noch nicht so ganz zulässig und man kommt dann nämlich so ran. Da müsste man wahrscheinlich tatsächlich nach Russland fahren, dann in die Gebiete der Ural und da wirklich mal forschen gehen. Da kommt man an die Sachen wahrscheinlich wirklich ran. Ne? Also Akademien, wie gesagt, ich hatte schon die Asgard-Akademie genannt, die das tatsächlich bereitstellen und das ist auch öffentlich. Also das ist auch zugänglich, soweit ich das gesehen habe. Aber außerhalb Russlands, so nennen wir es mal, eher schwer, ganz schwer ranzukommen an Wissen dazu selber. Da muss man schon ein bisschen trickreich sein, um das zu sehen. Ich habe da auch lange gebraucht, um die ganzen Informationen, die ich jetzt habe, alle zu bekommen selber. Aber es gibt Wege.
Hast du zufällig eine Ahnung, ob sich die Inder und die Russen untereinander austauschen? Denn die haben ja, so wie ich das erkennen kann, politisch relativ engen Kontakt zueinander. Also ich Und denke, eine ganze Zeit lang war das, glaube ich, nicht so. Da waren die Inder für sich und haben ihre indischen Wege und das für sich gesehen. Und das, dann galt das im Grunde als das heiligste alte Wissen so ungefähr oder eins von diesen heiligen alten Wissen. Ich denke, das könnte sich jetzt sicherlich ändern, weil die Verbindungen, glaube ich, zwischen Indien und Russland doch jetzt verstärkt enger werden. Und dann gibt es da auch generellen Austausch wieder und dann werden die das auch zusammentun. Aber bisher habe ich da nichts Nennenswertes drüber gehört. Also eher sind die Entwicklungen so, dass man aus dem Umfeld Russlands hört, dass dort einfach immer mehr freigegeben wird und auch von der Regierung freigegeben wird und immer mehr Wissen dann auch für alle zugänglich ist, zumindest in Russland. ich meine, du hattest es schon kurz angesprochen, aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen ausweiten. Was ist nun das möglicherweise für uns auch Bedeutende an dem vedrussischen Weltbild? Ja, also da gibt es mehrere Punkte. Also grundsätzlich erstmal die Form des Zusammenlebens, wie man zusammenleben kann, in welchen Rhythmen man lebt. Ja, man kann das vielleicht mal so ein gutes Beispiel, wir kennen ja den Biorhythmus auch. Und da sagt man ja auch, wenn man in seinem Biorhythmus lebt, dann lebt man sehr viel harmonischer und ausgeglichener. Und so könnte man auch sagen, wenn man nach den vedischen Philosophien leben würde, oder so wie die Veden damals gelebt haben, die russischen Veden damals gelebt haben, dann ist man sehr viel mehr in Harmonie mit sich selber und in Harmonie und Einklang mit der Natur. Und alles, was diese vedische Philosophie beinhaltet, auch der Kalender, wo wir nachher nochmal drauf kommen, da sieht man auch ganz deutlich, dass der total und sehr bestimmt im Einklang mit der Natur ist und überall seinen Sinn hat. Die vedische Philosophie beschreibt alles und sagt auch oder deutet auch an, was wir für Umfelder haben, in welchen Umfeldern wir uns entwickeln können, was welches Jahr bedeutet und welche Eigenschaften dort herrschen und wie man damit dann selbst als Mensch sich weiterentwickeln kann. Also das ist, da steckt philosophisch sehr viel an Lebensgrundsätzen und Ideen und Gedanken dahinter, die wir praktisch in den Alltag mit rübernehmen können. Das ist auch das, wie gesagt, das wichtigste Antriebsfeder für mich gewesen, dass es einfach für uns eine richtig bedeutende Weiterentwicklung werden kann. Wir müssen nicht genau so werden wie das Vedrussische, aber es ist einfach eine richtig schöne Vorlage und gut durchdacht, was die damals eben aufgestellt haben und nach welchen Prinzipien die ja nicht nur wie wir 2.000, 3.000 Jahre, sondern eben 40.000 oder 100.000 Jahre gelebt haben. Das muss man sagen. Das sind ja ganz andere Zeiträume, die wir uns ja kaum so richtig gut vorstellen können. Also ich denke mal, um das reine Nachahmen oder Erneuern kann es nicht gehen, sondern es muss natürlich auch unserem jetzigen Leben angepasst sein. Aber dass dieses Leben, so wie wir es aktuell leben, mit dieser extremen bewusstseinsmäßigen Trennung zwischen uns als zum Beispiel arbeitenden oder werktätigen Menschen und der Natur bis hin zur Abtrennung von unserer eigenen Seele und von der göttlichen Quelle, dürfte es also auf jeden Fall inzwischen jedem einleuchten, dass eine Verbindung wieder zur Natur und zu unserem Inneren notwendig ist. Und das dürfte ja wohl, so habe ich dich jedenfalls verstanden, der wesentliche Aspekt dieses vedischen Kulturlebens und Daseins gewesen sein. Ja, richtig, dass wir einfach ein breiteres Denken haben, uns mit anderen Philosophien grundsätzlich auseinandersetzen, so wie Zusammenleben bestehen kann, wie das Zusammenleben insgesamt auf dem Planeten gedacht ist und nach welchen Grundsätzen das erfolgen könnte. Und alles, was das Vedische herausgebracht hat, ob es Beschreiben der Natur ist oder das Kalendarium oder die großen Durchläufe, gibt uns Anhalte,
wie sich die Dinge weiterentwickeln und wie das, was dahinter steckt und was das für uns für Chancen beinhaltet. Und ja, wie ich schon sagte, wenn wir mehr im Einklang mit uns selbst sind, sind wir besser im Einklang mit der Natur und deshalb, dann geht es uns besser. Das ist das, was, wo wir wieder uns hin entwickeln müssen. Und das ist so ein bisschen in der jetzigen Zeit zu kurz gekommen und sind viele so, das war aber auch bei dem Thema Kalender für mich der Ansporn zu sehen, gucken, wie kann es Kalendarien geben oder Rhythmen geben, die mehr uns persönlich als Mensch mehr entsprechen und auch den natürlichen Abläufen entsprechen. Bevor wir auf den Kalender zu sprechen kommen, möchte ich ganz gern noch mal ein bisschen auf die religiösen Aspekte eingehen. Wir sind ja total geprägt vom Christentum, trotz unserer germanischen Ursprünge. Wie unterscheidet sich die vedische Religion, die vedische Sicht auf das Göttliche von unserer heutigen Sicht? Ja, das kann man so ein bisschen einen Unterschied machen. Es gab im Vedischen eben keine Religion in dem Sinne. Man könnte natürlich darauf kommen, wenn man sagt, ja, wir haben auch Götter gehabt und wir haben auch maßgebliche übergeordnete Einheiten gehabt, die vielleicht gewisse Dinge vorgegeben hat. Und dann könnte man natürlich sagen, ist ja vielleicht auch eine Religion gewesen. Würde ich aber nicht so sehen. Es ist einfach ein Weltbild, was dort gezeichnet wird. Und ist einfach eine Philosophie und von dem Aufbau der Strukturen selber, wie sie da sind, und der Weltensichten selber, die im Vedischen da sind, hat das eben alles seinen Sinn. Aber es ist alles unbewertet und auch ohne Zwang und ohne Druck zu sehen. Jeder sollte sich nur über diese Dinge klar werden und dann handelt er automatisch richtig, ja? Und ist automatisch in der richtigen Harmonie und in der richtigen Realität und kann dann auch sehen. Und die Götter selber, die sind an sich die Beschützer an sich so. Das, was sie an Götter oder übergeordnet gewesen haben, wobei ist die Frage, was sind denn da Götter? Sind das Außerirdische? Das ist dann die spannende Frage. Oder sind es wirklich nur weise Priester? So wie frühere Leben, so von Atlantis redet man ja auch davon, dass die Weisesten dann hohe Priester waren im Grunde, die das höchste Wissen beinhaltet haben und dann eben die Ordnung und die Gesellschaft geführt haben. Und so kann man das vielleicht mit den Göttern hier auch sehen. Es kann sein, dass das auch Außerirdische waren, weil wir kommen ja nun mal von anderen Sternen letztendlich, dass das auch ist. Aber im Grunde sind die Götter und die übergeordneten Einheiten da, um dieses Lebensbild und das Lebensumfeld korrekt und geradlinig zu halten letztendlich und dass das Umfeld einfach gut und gesichert bleibt. Aber es ist keine Religion, einfach in dem Sinne. Religion ist bei uns ja leider belegt damit, dass man irgendwelche Voraussetzungen daran knüpft, dass man sagt, wenn du Christ bist, dann musst du aber das und das und das alles berücksichtigen und die in die Gebote einhalten, so ungefähr. Das ist dann schon mit Bedingungen verknüpft und das ist an sich im Vedischen nicht so. Das ist wirklich ja, eher ein Rahmen, der da gegeben wird und wo es dann sogenannte Wächter gibt, die darüber dann darauf achten, dass das alles eingehalten wird. Ich denke mal, du meinst, wenn du sagst, eine Religion in dem Sinne gab es nicht bei den Veden, dann meinst du natürlich das, was heute die kirchlichen religiösen Lehren sind. Aber auch selbst im Christentum gibt es ja im Urchristentum so etwas wie eine starre Religion. Überhaupt nicht, sondern es gibt lediglich ein paar Lebensgesetze und Lebensweisheiten und was das Christentum konkret ausmacht, die Liebe als zentrale Kraft, als zentral Menschenverbindendes. Und ich kann mir vorstellen, dass sich die vedischen, ich sag mal jetzt lieber religiösen Aspekte oder Sichtweisen gar nicht so sehr davon unterscheiden. Nö, sie sind etwas freier formuliert, würde ich sagen. Also Religion ist ja per se nicht schlecht. Sie sind ja auch eine Bindung für die Menschen. Und von daher haben sie an sich auch ihren Sinn, ne? Solange sie nicht missbraucht werden selber. Aber
Man kann vielleicht auch hier sehen, so den Unterschied zwischen einer normalen Religion und manchen dem Buddhismus. Da gibt es ja auch schon Unterschiede. Der Buddhismus ist ja sehr viel freiheitlicher und offener selber und mit nicht so viel Bedingungen verknüpft. Und das Vedische ist vielleicht noch eine Weiterführung des Buddhistischen und noch sehr viel offener. Aber klar, auch da gibt es irgendwie gewisse Grundgesetze, an die man sich halten soll. Und wenn man sich da auch nicht hält, dann geht es einem natürlich auch nicht so gut letztendlich. Und dann kann das auch sich nicht so gut entwickeln für einen persönlich selber. Ne? Ich denke, wir werden es noch erleben, dass auch bei uns die Kirchenlehren in der Bedeutungslosigkeit versinken werden und die seelisch-geistigen Aspekte der Religionen individuell von jedem nach seinen eigenen ja, Bedürfnissen gelebt werden. Ja, das kann durchaus sein, dass sich das Weltbild da entsprechend ändert, aber wichtig ist, dass eine Denkweise da ist, die uns nicht einengt. Wir sind als Menschen ja dazu da, dass wir auch freie Entscheidungen treffen können und uns frei entwickeln können. Und trotzdem sind wir natürlich einzelne Wesen, die an sich nur durch die Gruppe und durch die Gemeinschaft gut existieren können. Das gehört natürlich zusammen. Also gibt es da sicherlich auch gewisse Spielregeln und gewisse Rahmenbedingungen, die eben eingehalten werden müssen. Aber wichtig ist ja als Grundlage, glaube ich, dass man auch das entsprechende Wissen dafür hat. Was ist eigentlich mit meiner Umwelt los? Wie ist eigentlich das Leben grundsätzlich gedacht? Und wie entwickeln sich die Dinge eigentlich? Und dass wir das Wissen bekommen. Wenn wir das Wissen haben, sagt man, können wir mit den Dingen und den Entwicklungen auch ganz anders umgehen. Und das ist vielleicht auch so ein Problem, was heute da ist, dass wir uns auch, na, wie man so schön sagt, von der Natur ein Stück entfernt haben, gar nicht mehr richtig ist, welchen Wert und welche Bedeutung die Natur eigentlich hat. Und dass es nicht nur daran besteht, dass wir da spazieren gehen können im Wald und das ist dann schön. Das hat alles noch viel, ganz andere Bedeutung einfach. Und das ist das, was die Veden eben sehr deutlich definiert haben zu allen Aspekten des Lebens und der Entwicklung und der Rhythmen, haben die ganz klar definiert, so was dort an denen da ist und warum das so ist, wie es ist, warum es gewisse Rhythmen da gibt und warum sich das auch verändert und warum wir auch verschiedene Zeiten haben, in denen wir uns unterschiedlich entwickeln können. Alter. Das haben wir sehr genau definiert. Gut, dann denke ich, können wir mal zum Thema Kalender kommen. Dazu eine Vorbemerkung noch meinerseits. Ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch mit der Ingrid Rasselenberg, einer Frau, die sich sehr intensiv mit dem Wesen der Zahlen beschäftigt hat. Und da Kalender ja letzten Endes auch Zählweisen beinhalten, hat sie sich also auch mit Kalendern beschäftigt und mit der Qualität der Jahreszahlen, der Monate und so weiter. Und sie hat ganz klar festgestellt, dass eigentlich jeder Kalender, egal welcher weltweit zu finden ist, immer dazu dient, dass die Herrschenden die Menschen verwalten und ja, besser verwalten können und kontrollieren können. Siehst du das bezüglich des vetrussischen Kalenders genauso oder siehst du da deutliche Unterschiede? Ja, da sehe ich schon ein bisschen Unterschiede. Also dieses grundsätzliche Ding, grundsätzliche Sache habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht, dass ich sage, naja gut, jetzt haben wir einen Kalender, der ist vielleicht nicht so schön, dann haben wir den vedrischen Kalender, das ist ja wieder ein Kalender und wir werden wieder irgendwo reglementiert und eingeordnet und sagen, das musst du einhalten, heute ist der Fakt und morgen der Fakt und wie auch immer man das nennt. Macht das eigentlich überhaupt Sinn? Warum, wenn die alle so viel freiheitlicher und nach einer Philosophie gelebt haben, warum brauchen die dann eigentlich einen Kalender? Aber ich glaube, dass hier der Kalender noch eine ganz andere Bedeutung hat. Also klar sollen einerseits so ein bisschen die zeitlichen Rhythmen aufgezeigt werden, wie die Natur sich wechselt, wie die Natur sich verändert, wie über die Jahre Veränderungen entstehen selber. Die Rhythmen sind dort ja wesentlich größer, bis zu einem ganz großen Zyklus von gut 25.000 Jahren.
Und jede Zeit, jede Epoche, jede Unterteilung, auf die wir gleich noch kommen, hat seinen Sinn und hat seine Beschreibung und hat seine unterschiedlichen Eigenschaften. Ob das mal ein männlicher Aspekt, mal ein weiblicher Aspekt, ob mehr das Holzelement, das Wasser, Feuerelement, da sind andere Dinge da. Was wichtig ist, dass wir diesen Kalender einfach nur als Rahmen haben, nicht apodiktisch, dass wir wissen, so heute ist der und der Tag. Das ist da, glaube ich, gar nicht so wichtig. Aber dass wir wissen, welche Zeit ist jetzt gerade, welcher Rhythmus ist gerade, welcher Zeitpunkt in der Natur oder an einem Jahr, so wie wir das ja kennen, auch wir haben vier Jahreszeiten in unserem heutigen Kalender, darauf achten wir ja auch. Der Herbst ist anders als der Winter und als der Sommer und als der Frühling. Das sind alles Unterschiede. So, und genauso ist dieser Kalender noch sehr viel detaillierter einfach definiert, auch nicht nur über das Jahr hinweg, so kennen wir das. Aber wir kennen ja gar keinen Weitblick über die Jahre. Was passiert über Jahrhunderte oder was passiert über größere Ebenen? Und das haben die Vedrosten alles, die vedischen Schriften alles dann genau definiert. Also der Kalender ist für uns ein Anhalt, wie die natürliche Entwicklung ist und wie die Entwicklung generell auf dem Planeten und in der Zeit ist. Und dient einfach nur als Erinnerung, als Anhalt, was jetzt gerade dran ist. So kann man simpel funktionieren, ne? Und das ist für unsere Seele wieder wichtig, weil die Seele braucht eben entsprechende Umfelder, muss wissen, in welchem Umfeld man gerade ist, um sich weiterentwickeln und wachsen zu können. Und dafür bildet dieser Kalender einfach einen Anhalt. Also es ist wirklich nicht, wie gesagt, kein Zahlenspiel alleine, sondern wirklich eine Abbildung der Rhythmen über Jahre hinweg oder Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte hinweg. Ja, also wenn du von den Jahreszeiten und von dem Wechsel der natürlichen Zyklen sprichst, dann meinst du hauptsächlich die Phänomene innerhalb eines Jahres, also die sogenannten Jahreszeiten, die ja sowas wie ein Wachstumsprozess, ein Reifenprozess dann später und bis hin dann wieder zu einer Ruhephase darstellen. Dazu gehört aber auch natürlich die Einteilung in kleinere Zeiteinheiten bis zur Einteilung in einzelne Tage. Und insofern ist da zumindest bei unseren heutigen Kalendern ganz deutlich der Einfluss der Macht auf die Menschen zu sehen, indem nämlich festgelegt wird, 5 Tage der Woche sind Arbeitstage, früher waren es sogar 6, und nur das Wochenende oder früher nur der Sonntag ist ein Ruhetag. Das ist ja ein typisches Beispiel, so wie ich es schon von dir gehört habe, was im vedrussischen Kalender vollkommen anders aussieht. Kannst du dazu den Teilnehmern mal ein bisschen erzählen, was da so die wesentlichen Aspekte sind? Ja, da macht dann Sinn, dass ich da mal ein bisschen näher drauf eingehe, auch was die Basis der ganzen Geschichte ist und wie sich die einzelnen Unterteilungen da sind und welchen Sinn die haben. Dann kann man das so ein bisschen erkennen, dass das Vedrussische dort doch ein bisschen anders gestaltet ist. Übrigens sind die Wesen, als sie von den anderen Planeten hier runterkamen, da gab es gar keine Arbeitstage, da haben die frei gelebt und sich frei entwickelt und frei gestaltet. Also das hat sich erst auch im Vedrussischen sehr viel später doch etwas anders dann entwickelt selber und sehr viel konkretisiert, weil man es vielleicht auch musste, um dann auch gewisse Dinge schaffen zu können. Ja, Basis des Kalenders ist, dass man davon ausgeht, dass es ein großes Sonnensystem gibt, das sogenannte Yarilo-Sonnensystem. Das ist ja ein System von verschiedenen Planeten oder Erden, nennen das Vedrussische das an sich. Dieser Planet ist eher neuer und trifft da an sich nicht richtig, ist aber für die meisten verständlicher. Da ist ein großes Sonnensystem, was 27 Erden bzw. Planeten hat. Interessanterweise sind 2 Drittel von denen sind heute bekannt und 1 Drittel ist heute noch unbekannt, die sind noch gar nicht wieder entdeckt worden. Und können von denen weiß man heute noch gar nichts. Sind aber alle im Vedrussischen definiert, sodass man weiß, was da ist. Man geht eben aus, um auch eine Abbildung von Lebens- und Naturrhythmen zu haben, dass sich alle Himmelskörper, nennen wir es mal, oder alle Erden,
in diesem großen System auf ihre eigene Art und Weise ihren eigenen einzigartigen Einfluss haben und auf ihre eigene Art und Weise auch bewegen selber. Und dieser Einfluss aufeinander wird als das gesamte System gesehen und der Kalender bildet im Grunde den Durchlauf durch ein System. Wenn man von irgendeinem Punkt startet und irgendwann wieder an dem Anfang ankommt, dann ist das ein großer Durchlauf. Das Ganze wird auch, gehe ich aber nur kurz drauf ein, wird abgebildet und definiert durch sogenannte Runen. Runen kennen wir aus dem Germanischen, Keltischen auch selber. Das sind sogenannte ja, geheime, verborgene Bilder, vertiefende Bilder und Beschreibungen. Sind ja auch nicht nur Symbole, sondern auch Beschreibungen, wie Zeiten und Rhythmen auch dort beschrieben werden. Alles im vedischen Kalender bildet sich durch sogenannte Runen ab und ist mit Runen in Verbindung gebracht. Aber das würde heute zu weit führen, wenn wir da reingehen. Ja, vielleicht zu den einzelnen Elementen, dass man mal so eine Vorstellung kriegt, wie der Kalender ist. Der ist doch ein bisschen anders als unser herkömmlicher Kalender. Also wir haben das sogenannte Jahr, das gibt es da auch. Das wird da Sommer genannt und nicht Jahr, sondern Sommer genannt. Entspringt auch daraus, dass es eine Jahreszeit Sommer nicht gibt. Hat auch 365 Tage. Man hat auch dort sogenannte Ausgleichstage identifiziert, die wir so alle 4 Jahre haben. Das Vedische macht alle 4 Jahre da nichts weiter, aber nach 16 Jahren gibt es 4 Tage extra. Da gibt es ein Jahr, was 369 Tage hat und was das sogenannte heilige Jahr ist. Also man holt die Zeit an sich wieder auf, die da in kleinen Stücken jedes Jahr verloren geht oder nicht eingerechnet ist, dann im 16. Jahr wieder auf. Ganz besonders ist auch, dass das Jahr, der Jahresbeginn am 21. September eines Jahres liegt. Also eben genau zu dem Zeitpunkt der Herbsttag- und Nachtgleiche, dass man also da einen ganz anderen Zeitpunkt hat. Ja, Jahreszeiten, wir haben 3 Jahreszeiten und statt 4. Wir haben den Herbst, wir haben den Winter und wir haben den Frühling. Nur der Sommer, den gibt es nicht. Im Vedischen hat auch vielleicht seinen Ursprung, wenn man überlegt, was die einzelnen Jahreszeiten, was damit in Verbindung gebracht wird an Sinn und an was dort passiert. Hat man den Herbst, wo alles verwelkt letztendlich, den Winter, wo eben kahl und Erholung ist und unten den Frühling, wo Wachstum und Aufblühen ist. Der Sommer, wenn man es so recht bedenkt, hat bei uns auch gar keinen so tiefere Bedeutung. Das verbinden wir eher mit Wärme, draußen sein, baden gehen, aber es hat natürlich von einem natürlichen Prozess gar keine so Weiterentwicklung. Deshalb macht auch diese Dreiteilung der 3 Jahreszeiten im Vedischen auch schon Sinn. Die 3 Jahreszeiten sind nicht exakt auf das Jahr verteilt, sondern fängt an das Jahr mit einem Monat Herbst, dann 3 Monate Winter, 3 Monate Frühling und 2 Monate Herbst. Wer da aufgepasst hat, merkt schon, oh, das sind ja nur 9 Monate. Der vedische Kalender kennt nur 9 Monate, die 40 bzw. 41 Tage sind. Jeder Monat hat dort auch seine Bedeutung, ist nach den Jahreszeiten, wie eben gesagt, unterteilt und geht halt los ab dem 21. September und dann 9 Monate und dann ist das Jahr um. Also wir stehen jetzt im 9. Monat aktuell gerade und haben bald das Jahresende erreicht. Das ist ja nicht mehr lange hin, bis zum 21. September. Ja, dann gibt es innerhalb des Monats, da wird es entspannt und da komme ich auf das, was du gerade gesagt hast, Sigvard, gibt es die Woche. Eine Woche hat 9 Tage im Vedischen und nicht nur 7, wie in unserem jetzigen Kalender. Und auch die Einteilung nach eben Schaffen und Ruhe oder Arbeit und Ruhe ist doch ein bisschen anders. Wir haben Beginn der Woche mit 2 Arbeitstagen, dann einen Ruhetag. Dann wieder 2 Arbeitstage, dann wieder ein Tag der Ruhe, dann kommt ein Fastentag dazwischen, wo man also bloß Fastenzeit eingehen sollte, dann kommt noch ein Arbeitstag und dann kommt ein Gasttag, wo wir uns also dann mit eher mit Freunden treffen sollten und Kommunikation und Gemeinschaft pflegen sollten. Also auch die beiden Tage eben, das ist ja explizit erstmal Fastentag und Gasttag, sind 2 Tage, die das Vedische zusätzlich hat, die aber auch der gemeinsamen Verbindung und des persönlichen Befindens selber eben auch gut tun, was man in Anführungsstrichen uns genommen hat. 5 Arbeitstage gibt es auch, aber die Verteilung ist anders und vielleicht ein bisschen menschlicher und besser verdaulich, als wenn man 5 Arbeitstage hintereinander hat.
Wir haben über das Jahr verteilt, das ist das letzte Element, um jetzt erstmal so den Kalender grob zu charakterisieren, haben wir auch Sternzeichen. Allerdings haben wir da nicht nur 12 Sternzeichen, sondern 16 Sternzeichen, sind auch ein bisschen anders benannt, gehe ich jetzt auch nicht näher darauf ein, das würde auch zu tief gehen. Aber 16 Sternzeichen, das hat damit zusammen zu tun, dass die Slawen und die Wetrussen, wie gesagt, auf Hutmoria gelandet sind und eben auf dem Norden gelebt haben. Und im Norden sieht man 4 Sternzeichen mehr, als hier, wie von hier aus sehen können. Das heißt, da gibt es tatsächlich 4 Sternzeichen mehr und die waren für die natürlich dann auch relevant für die Einordnung. Ansonsten sind Sternzeichen, auch wenn sie sich anders nennen, ähnlich zu sehen wie bei uns, die verschiedenen Sternzeichen mit verschiedenen Eigenschaften versehen. Wer in einem gewissen Sternzeichen geboren ist, kriegt gewisse Eigenschaften mit oder ist besonders geprägt oder entsprechend geprägt und kann dort entsprechend auch dann, ja, bringt solche Eigenschaften mit und das ist an sich im Vedischen auch so. Das heißt, wie gesagt, wir haben da ein bisschen andere Elemente, ein bisschen andere Einteilung und am wichtigsten ist vielleicht auch einzugehen, dass das Jahr eben im September beginnt und dass zuerst dann die dunklere Jahreszeit kommt, die Winterzeit, die Ruhezeit kommt und dann kommt das Aufblühen mit dem Frühling und dann die Ernte oder das Ausblühen letztendlich, dass also das Jahr so getaktet ist. Der Jahresbeginn, und das fand ich eben auch spannend am vedischen Kalender, macht an sich auch erstmal mehr Sinn, weil im Herbst ist tatsächlich ein Wechsel, Herbsttag und Nachtgleich ist ein Wechsel. Der Sinn des Jahreswechsels bei uns eben am 31. Dezember mitten im sogenannten Winter macht erstmal nicht ganz so viel Sinn und zumindest ist da, habe ich da keinen Naturrhythmus entdecken können, der da vielleicht irgendwo dann endet, beginnt oder wie auch immer. Also von daher ist der Jahresbeginn und der Jahreswechsel im Vedischen doch deutlich mehr der Natur angelehnt gewählt. Ja, so erstmal ein Überblick zu dem Thema eben Kalender. Wir haben da drunter noch, das kann man vielleicht noch ergänzen, auch natürlich den Tag noch. Der ist wie bei uns von der Länge auch genau gleich. Sogenannte 24 Stunden unserer Zeit, aber vedisch nur 16 Stunden. 16 Stunden ist auch wieder spannend, weil jede Stunde dort 90 Minuten hat. Da kann man auch schnell mal in unser Umfeld gucken, wo finden wir das denn noch wieder? Wir finden das in vielen Elementen wieder. Wir finden das an der Universität wieder, finden das in der Schule wieder, wo wir entweder eine Doppelstunde haben von 90 Minuten oder eine halbe Einheit von 45 Minuten. Wir haben das im Fernsehen, wenn eine Serie da ist, 45 Minuten oder ein Spielfilm hat in der Regel 90 Minuten. Interessanterweise sind das nicht 1 Stunde oder 2 Stunden. Überall finden wir diese 90 Minuten wieder und diese Einheit wieder. Insofern hat die sich irgendwie anscheinend doch fortgeschrieben und bis heute tatsächlich erhalten. Und das ist also, finde ich, ganz spannend. Und auch der Tag beginnt dort nicht mitten in der Nacht wie bei uns, sondern um 19:30 Uhr abends. Ist analog dem Jahresbeginn im Grunde. Man beginnt mit der Ruhezeit oder der dunklen Zeit, der Nachtzeit. Dann der frühe Sonnenaufgang morgens, wie der Frühling analog und dann eben auch das Schaffen des Tages. Und wenn der Tag und das Schaffen abgeschlossen ist, gegen 6, 7 Uhr abends oder 19:30 Uhr abends, dann ist der Tag abgeschlossen und dann endet der Tag. Auch das ein sehr viel natürlicher Rhythmus. Und was interessant ist, der Tagesrhythmus entspricht dem Jahresrhythmus vom Prinzip. Und das ist an sich auch eine sehr schöne Analogie und entspricht absolut deutlich mehr dem natürlichen Rhythmus, den wir auch leben. Ja, soweit erstmal zu den Kalendereinteilungen selber. Ich kann da gleich in anderen Sichten noch näher drauf eingehen, wenn wir die größeren Einteilungen kriegen. Aber das ist erstmal so der Rhythmus eben doch ein bisschen anders, als wir das in unserem Kalender jetzt kennen aktuell. Auf jeden Fall deutlich anders und viel mehr nach meinem Empfinden dem Leben selbst angepasst. Also, dass zum Beispiel wesentlich mehr Ruhezeiten vorhanden sind, dass viel mehr, dass die Arbeit nicht die Bedeutung hat, die sie bei uns heutzutage hat, ist auf jeden Fall bemerkenswert. Und ich glaube, in welchen Zeitabständen und wie auch immer,
werden wir auch wieder dazu kommen müssen, der Arbeit weniger Bedeutung beizumessen und stattdessen dem eigenen Innenleben und der Schau nach innen mehr Bedeutung beizumessen. Ja, das kann man so sehen und man sieht es ja, man kann es selbst bei sich auch mal reinspüren. Wie ist es denn, wenn wir so eine Arbeitswoche beginnen, ne, montags, alle eher negativer Stimmung und sagen, oh Gott, ich habe die ganze Woche noch vor mir so ungefähr. Und am Freitag, juhu, Wochenende, endlich mal was frei. So, und da ist vielleicht an sich diese vedische Einteilung doch deutlich harmonischer, dass man sagt, ja, 2 Tage und dann hat man wieder Zeit zum Luftholen, zum Regenerieren, auch für sich Dinge zu tun selber und dass man mit diesem Rhythmus hat. Neben dem, dass es diese beiden Extra-Tage noch gibt, die ich auch eben sehr interessant finde, einmal was für sich zu tun, einmal auch was für das Umfeld, für die Gemeinschaft zu tun. Das ist einfach deutlich dem menschlichen Körper und der menschlichen Entwicklung besser angepasst. Und ja, wie gesagt, man sieht das, wenn man in unseren Kalender reinspürt, dass genau das irgendwie auch nicht so richtig hässlich ist. War für mich so eine Erkenntnis. Das wirklich Wichtige scheint mir vor allen Dingen, dass im Vedischen betont wird, dass ich für mich etwas tun muss. Denn das ist eigentlich die Voraussetzung, um auch für die Gesellschaft oder für wen auch sonst immer etwas tun zu können. Ich muss selbst ja, entsprechend in der Lage dazu sein, überhaupt für andere, für die Gesellschaft was tun zu können. Und wenn man sich heutzutage zum Beispiel die Krankenstatistiken anschaut, vor allen Dingen der Firmen, dann sind ständig jede Menge Mitarbeiter krank, was auch kein Wunder ist, wenn sie nie Zeit haben, überhaupt erstmal herauszufinden, was sie eigentlich selbst am liebsten tun würden, sondern sich nur an dem materiellen Broterwerb orientieren, also daran, wie kann ich mein Geld verdienen. Richtig, da müssen wir eben deutlich mehr auf uns selbst auch gucken, was ist uns zuträglich. Und das muss auch von der Gesellschaft oder selbst wenn man arbeitet oder auch für andere arbeitet, muss an sich der Mensch viel mehr in den Vordergrund rücken und einfach, dass er eben mehr das tut, wofür er auch da ist und wozu er Lust hat, also was seine sogenannte Berufung ist selber. Und eben, dass auch der Arbeitsrhythmus menschlich zuträglich ist einfach und für die persönliche Entwicklung auch zuträglich ist. Weil das muss das oberste Gesetz sein und da müssen wir an sich auch wieder hinkommen. Und da finde ich, gibt das Vedische eben auch eine gute Vorlage einfach, dass man sagt, das klingt im ersten Moment alles sehr viel harmonischer und sehr viel sinnvoller, dass wir da einfach wieder hinkommen. Dann geht es uns besser, dann sind wir mehr in unserem Rhythmus. In seinem natürlichen Rhythmus und lebenden Natur angepasst. Und so ist auch der Grundgedanke. Und das steckt ganz stark auch hinter dem Vedischen, diesen natürlichen Lebensrhythmus auch persönlich zu leben und auch im Alltag zu leben. Und da wieder, da gibt der Kalender uns, um zu sagen, einfach zwar eine gewisse Vorgabe, aber einen Anhalt, dass wir das eben einfach auch nicht vergessen. Und nicht nur eine Zählung, wir sollen es einfach nicht vergessen. Wir wollen dran denken, dass dann Fasten darum Gasttag ist und dass wir das auch bewusst leben einfach. Das macht dann auch Sinn. Und wie gesagt, die Rhythmen dieses Kalenders sind eben auch gleich. Wir können da gleich dann auch ein bisschen anschließen, das ist dann auch die Einteilung, die über dem Jahr liegen. Das Jahr ist erstmal nur die eine Definition der Seite. Aber ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt ja auch übergeordnete Einteilungen und Rhythmen, wo die Veden sich auch Gedanken gemacht haben und was sie auch entsprechend definiert haben und wo sich das Ganze fortschreibt. Neben dem eins sei nochmal deutlich gesagt, jede Stunde, jeder Tag, jeder Monat, jedes Jahr hat seine eigene Definition, abgebildet durch eine Rune, durch Runen selber. Und hat seine Beschreibung, was für einen Sinn das entsprechende Jahr hat. Und so geht das auch mit den übergreifenden Einteilungen gleich weiter, damit auch ein bisschen mehr. Kannst du dieses Thema globale Zeiteinteilung noch ein bisschen konkretisieren?
Ja, da können wir also dann sehen, wie die Zeiterteilung übergreifend sitzt. Wie gesagt, das Jahr ist an sich erstmal grundsätzlich ewig, ist ja von der Länge mit 365 Tagen genauso wie wir, nur halt andere Rhythmen da drin, anderer Beginn. Da haben wir schon also die erste Unterteilung. Dann kennt das Vedische auch eine Jahreseinteilung, die kennen wir indirekt auch, leben die aber leider im Alltag auch nicht so deutlich, dass das Jahr in vier Bereiche eingeteilt wird. Nämlich die Sommersonnenwende, Wintersonnenwende, Herbsttag und Nachtgleiche und die Frühjahrstag und Nachtgleiche, dass wir im Grunde das Rhythmen sind. Da sieht das Vedische auch vier Bereiche, die auch unterschiedlichen Sinn haben und auch von unter anderem auch von unterschiedlichen Göttern, Schutzgöttern mit abgeschirmt werden und beschirmt werden selber, dass das auch dort eben auch schon man diese Zeitpunkte auch ganz bewusst wahrnimmt. Es sind sogar auch sogenannte Feiertage im Vedischen. Keine Kirchenfeiertage, das kennen die ja nicht, aber die vedischen Feiertage selber sind also ganz bestimmte Zeitpunkte und auch nicht nur auf den Tag bemessen, sondern auch im Zeitraum um diesen Punkt hinweg. Meist um eine Woche vor, eine Woche nachher, dass man diese Zeitpunkte auch begeht und sich dessen auch bewusst wird, was das vergangene Quartal in Anführungsstrichen war und was das kommende Jahr Quartal war. Aber diese Quartale werden genau zu diesen Zeitpunkten gewählt. Ja, oberhalb des Jahres gibt es als nächsten Block den sogenannten Reif. Das sind 16 Jahre. Das hatte ich vorhin schon angedeutet. Wir haben 15 Jahre mit 365 Tagen und dann das 16. Jahr, das heilige Jahr, mit 369 Tagen. Und dann ist eben ein sogenannter Reif durch. Das heißt, dann schließt sich da entsprechend wieder der Kreis. Diese 16 Jahre sind auch wieder für sich unterschiedlich definiert, nach geprägt durch sogenannte Elemente wie Holz, Feuer, Wasser und sonst irgendwas in der Richtung. Und durch männlichen und weiblichen Charakter, was auch immer im Wechsel da ist. Also wir haben männlich geprägte Jahre und weiblich geprägte Jahre auch im Wechsel. Und von daher haben wir da erstmal diesen 16-Jahres-Zyklus. Das haben die Veden früher auch dann gefeiert. Das 16. Jahr war das heilige Jahr. Dort hat man dann eben durch diese 4 Tage mehr auch dann noch das besonders anders, besonders wahrgenommen. Dann haben wir eben, wie gesagt, die sogenannten Elemente. Das habe ich eben schon erwähnt. Da wollen wir dann nicht weiter darauf einzugehen. Da gibt es verschiedene Erde, Stern, Feuer, Sonne, Holz und was auch immer noch, und 9 verschiedene selber, die dann immer durchlaufen werden. Die nächste Einheit über dem Reif der 16 Jahre ist der sogenannte Lebenskreis. Das kann man mit dem entsprechenden unserem Jahrhundert in etwa gleichsetzen, wo ist der Lebenskreis sind 144 Jahre. Da kommt schon dann die gleich die spannende Aussage oder spannende Feststellung. Man ist früher davon ausgegangen, dass das die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen dort gewesen ist. Also, dass jeder im Schnitt also 144 Jahre alt geworden ist. Davon träumen wir heute, weil unser Durchschnittsalter ist ja bei um die 80 Jahre irgendwo da. Und wenn man wirklich alt wird, dann geht es gerade Richtung 100 oder jemand kann auch ein kleines Stück darüber kommen, aber es wird dann schnell zur Ausnahme. An die 144 Jahre kenne ich im Moment keinen Menschen, der da angekommen ist, zumindest keinen, der jetzt aktuell lebt, außer ihr Aussagen, wo man gesagt hat, dass Menschen länger gelebt haben. Also sie hatten eine deutlich längere Lebenserwartung, wahrscheinlich auch, weil sie besser im Einklang mit der Natur dann gelebt haben. Also dieser Lebenskreis 144 Jahre ist dann die nächste größere Einheit, sind übrigens auch 9 mal 16 Jahre, also passt alle 9 Elemente und dann 9 mal 16 er diesen Reifzyklus durchlebt, das sind 144 Jahre und ist dann der sogenannte Lebenskreis, den kennt das Vedische als nächsten Block. Dann kennen wir den große Sternenkreise, nenne ich sie mal, sogenannte Paläste nennt man das. Die Begriffe sind immer schwer eindeutig festzulegen, weil es immer Übersetzungen aus dem Russischen sind und da sind die Übersetzungen sehr unterschiedlich, weil aus den vedischen Formulierungen, die werden natürlich mit heutigen Übersetzungen leicht immer ein bisschen unsauber übersetzt und dann deshalb muss man da mal mit mehreren Begriffen ein bisschen agieren. Also ich nenne es mal großen Sternenkreise oder Paläste. Das sind Zyklen von 1620 Jahren. Jeder Palast entspricht in etwa einem Sternzeichen, wie wir ihn auch im Jahr dann kennen selber, so dass man das einzelne Sternzeichen einmal im Jahr hat und auch einen großen Durchlauf hat. Kennen wir bei uns auch so, dass man auch von Zeitaltern spricht und die haben auch wieder ein Sternzeichen an sich dahinter.
Wir kennen, das Vedische kennen 16 Paläste, 1620 Jahre, und dann sind wir auch schon bei der größten Einheit angelangt, den sogenannten Svarotak, dem ganz großen Durchlauf. Also, dann ist dieses gesamte Yarulo-Sonnensystem von den 27 Planeten einmal in sich bewegt hat und durchlaufen ist und irgendwann wieder am Ausgangspunkt ankommt. Dann sind 25.920 Sommer, sprich Jahre, Sommer vergangen. Und das sind halt die 16 Paläste. 16 mal 1620 sind auch 25.920 Sommer, sodass wir einen ganz großen Durchlauf haben. Das nennt man die großen Svarok-Tag. Svarok, noch bekannt nach dem höchsten Gott der Veden, ist dem gleichzusetzen, was wir heute mit Gott bezeichnen selber. Also der höchste Gott im Grunde, den man kennt, und den haben die Veden damals dann Svarok genannt. Dann nennt man Svarok-Tag. Das ist insofern auch spannend, weil der Durchlauf des Tages und diese 16 Paläste, übrigens taucht ja die Zahl 16 wieder auf. Der vedische Kalender basiert auf der hexadezimalen Struktur, einer Urstruktur, die an sich unser Basiszahlensystem per se ist. Das kann man schon allein daran sehen, dass kein Computer ohne hexadezimales System läuft. Auf dem dezimalen System würde kein Computer überhaupt nur eine Sekunde funktionieren. Das braucht nur auf Basis des hexadezimalen Systems. Und das haben die dort auch entsprechend abgebildet und das auf der Basis gemacht. Ein Durchlauf von einem Svarok-Tag ist, wie gesagt, durch die 16 Paläste. Und ein Svarok-Tag beginnt genau wie der kleine Tag auch in der Abendzeit, analog 19:30 Uhr abends, also erst mit der dunklen Zeit. Und durchläuft dann Palast für Palast und analog den kleinen Tag. Und irgendwann ist man dann mal morgen angelangt. Wenn man jetzt rechnet, wir schreiben im Moment das Jahr 7530 und wir sind im Moment im neunten Palast. Das heißt, wir haben gerade die Hälfte überschritten seit 2012. Das heißt, wir sind 9 mal 90 Minuten im Grunde auf den kleinen Tag runtergerechnet, sind wir 9 auf 12 Stunden. Von 19:30 Uhr sind wir bei 7:30 Uhr morgens. Und das heißt, wir sind die Nacht ist vorbei und wir sind am Beginn des lichten Tages. Da drückt sich auch im vedischen Kalender aus, dass wir am Beginn der lichten Zeit sind. Das findet man da also auch entsprechend wieder und kann dort auch sehen. Deshalb kommt jetzt das lichte Zeitalter, und das ist laut dem vedischen Kalender so, der übrigens auch so eine kleine Anmerkung: 2012 gab es den letzten Wechsel im Palast, was auch beim Maya-Kalender so war, der ähnliche Strukturen entsprechend hatte und dann auch dort abgebildet hat. Und seitdem beginnt das lichte Zeitalter. Wir sind also seit 10 Jahren schon im lichten Zeitalter drin. Es beginnt langsam, sind noch ganz am Anfang, aber wir sind da drin. Das ist also der Svarok-Tag, der jetzt eben mit der genau sich am Morgen dieses großen Tagesdurchlaufes befindet. Wird auf jeden Fall sehr deutlich, dass auch diese globale Zeiteinteilung bis hin zum, wie hast du es genannt, kosmisches Jahr oder der längste Zyklus von 25.000 so und so viele Ja, Wochen. der Svarok-Tag nennt sich das, der Gesamtdurchlauf, der Svarok-Tag. Das ist ein Svarok-Tag, das ist diese ganz große Einheit. Die sind jedenfalls alle orientiert an kosmischen Zyklen letzten Endes. Ja. Dieser längste Zeitraum, das entspricht ja gerade einer Präzisionsumdrehung der Erde. Richtig. Wir Und kennen ja, glaube ich, auch das platonische Jahr. Was meine ich von den Jahren auch in der genau. Dynastie? Also haben wir auch hier schon solche ganz großen Durchläufe, haben die Wissenschaftler schon mal definiert. Und die lehnen sich ähnlich an diese Größenordnung. Das ist also eine ähnliche Größenordnung. Und entsprechend ist hier, dass dann halt jetzt eben neues Zeitalter begann. Neue Sternzeit hat 2012 begonnen im Grunde. Und dann beginnt ein neues Zeitalter. Aber wie gesagt, der Beginn des lichten Zeitalters, das erste Zeitalter in der lichten Zeit, nachdem die Nacht und die dunkle Zeit vorbei ist. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, auf den wir gestern in dem Gespräch mit Ingrid Rasselenberg auch gekommen sind, in dem sehr, sehr deutlich wird, dass die Kalender letzten Endes, da einerseits, weil sie göttlichen Ursprungs sind oder
auch von der Quelle her, von der göttlichen Quelle her gewollt sind, so miteinander verbunden sind, dass doch bestimmte Aspekte immer wieder in gleicher Weise deutlich werden. Also in dem speziellen Fall jetzt das dunkle Zeitalter und das dann neu aufsteigende lichte Zeitalter, das kommt im Maya-Kalender vor, etwa zur gleichen Zeit. Das ist jetzt bei den vedrussischen Kalender. Ja, in unserem jetzigen Kalender kann ich sowas nicht so unmittelbar erkennen. Aber wenn man die Kalenderzahlen, die Jahreszahlen betrachtet und die Bedeutung der Zahlen, dann, das hat also Ingrid Rasselenberg deutlich aufgezeigt, ist auch bei unserem Kalender letztlich sichtbar, dass wir in ein helles, lichtes Zeitalter wechseln. Ja, also wichtig ist, wie gesagt, dass es überhaupt mal, selbst in dieser großen Einteilung, helle und dunkle Zeiten kennt und verschiedene Zeiten kennt. Ne? Also wir würden ja normalerweise denken, wie über das normale Jahr ja gar nicht hinaus. Da haben wir unsere Jahreszeiten, naja, und da fängt es wieder von vorne an. So ist ja heute die Denke und dann hört es im Grunde auch schon auf. Also vielleicht mal Wissenschaftler, die größer denken. Aber das tut eben, die vedische Zeit denkt da in wesentlich größeren Zyklen einfach und macht uns das mit diesen Untergruppierungen auch immer wieder deutlich. Und sagt auch immer wieder deutlich, welcher Art, an welchem Zeitalter und in welcher Phase man sich gerade befindet, letztendlich und welche Entwicklung damit einhergeht. Jedes Zeitalter, jeder Tag, jedes Jahr, jeder Rhythmus hat seine eigenen Bedingungen und seine eigenen Eigenschaften. Also jedes Jahr, kein Jahr ist gleich dem anderen. Das nächste Jahr ist, wenn das nächste Jahr kommt, jetzt am 21. September, hat das wieder andere Eigenschaften, als das jetzt das vergangene Jahr hatte. Und das darauf auch wieder anders. Also die Veden haben, das fand ich sehr erstaunlich, in diesem Lebenszyklus, 144 Jahre, die sind alle 144 verschiedene Jahre mit 144 verschiedenen Eigenschaften definiert. Die unterscheiden sich alle voneinander. Und das finde ich schon ganz erstaunlich, dass man sowas für einen so langen Zeitraum so definiert. Also ich hätte maximal erwartet, dass man gewisse Blöcke irgendwie definiert, na, die haben den Grundcharakter oder irgend sowas, wie Jahreszeiten vielleicht ihre Eigenschaften haben. Aber die haben tatsächlich 144 Jahre komplett durchdefiniert. Und wenn man angenommen, man würde genau am Beginn eines solchen Zyklus kommen, dann durchlebt man 144 verschiedene Jahre. Man hat 144 verschiedene Umfelder, um Erfahrungen zu machen als Menschen. Und das ist das, was die eben mitgeben und was sie auch beschreiben und was sie auch haben. Und das ist, finde ich, schon ganz interessant. Das zieht sich, wie gesagt, eben bis zur Größen einer durch, auch dem Svarok-Tag. Wie schon erwähnt, dass wir jetzt ja gerade im Beginn der lichten Zeit sind selber und aber auch da gewisse Veränderungen über die ganzen Zeiträume dann da sind. Ne? Schön. Ich habe noch eine ganz andere Frage an dich, Helmut. Angenommen, von den Kongressteilnehmern interessiert sich jemand intensiver für dieses Thema vedrussischer Kalender. Du hast ja mitgeteilt, dass du grundsätzlich zu dem Thema auch gern Vorträge hältst. Kannst du dir vorstellen oder wäre es eine Möglichkeit, dass du auch Online-Kurse zu dem Thema anbietest, wenn sich genügend Menschen dafür interessieren? Also es ist bisher von mir nicht angedacht. Bisher habe ich das dann im kleinen Rahmen gemacht, letztendlich so für wichtig, dass man auch Menschen findet, die eben aufgeschlossen für die Thematik einfach sind. Das ist so irgendwie die Voraussetzung dafür und dass ich da Vorträge gehalten habe. Ja, auch denkbar wäre das grundsätzlich ja vielleicht sowas auch mal zu machen und dort mir ein Wissen auch auf diesem Wege vielleicht weiterzugeben. Selber im Moment versuche ich eben verschiedene Elemente erstmal rauszubekommen, klar, ein bisschen das Wissen weiterzutragen, ein bisschen Leben nach dem Kalender zu machen. Da habe ich mir auch Gedanken über sogenannten Synchronkalender gemacht, dass man das die heutige Zeit mit den vedischen Strukturen mal so in ein Abbild bringt selber und das auch irgendwie darstellt, dass man
schon mal parallel zu unserer Welt, eben mit dieser vedischen Welt, auch versucht, Kontakt aufzunehmen von den Rhythmen her selber. Und das, was ich habe, sind eben auch, und das ist vielleicht ein guter Ausgangspunkt, eben, ich mache eine Ermittlung von sogenannten Geburtsumständen und Schutzpatronen. Das sind so zwei Sachen, wo ich den Menschen helfen kann, Merkmale über sich selbst herauszufinden. Weil das Vedische alles so genau definiert hat, kann man auch zu dem Geburtsdatum genaue Umstände definieren und kann dort auch Eigenschaften der Menschen ermitteln und auch sehen, mit welchen Potenzialen sie hier auf die Erde gekommen sind und entsprechend auch in welchem Umfeld sie leben und wo vielleicht dann auch, würde ich sagen, auch vielleicht kann man sagen, dann auch ihre Lebensaufgabe so ein bisschen mit versteckt ist. Und da versuche ich im Moment die Dinge weiterzuentwickeln und das auszubauen, das Wissen. Aber wie gesagt, von den Vorträgen sind bisher direkte Vorträge, die ich mache selber. Alles andere müsste man auf Sicht mal sehen, wenn Presse da ist. Ja gut, könnte ich mir das vielleicht vorstellen, dass man sowas auch mal macht. Also dürfen dich zumindest Menschen, die jetzt zugehört haben, zu das Interview gesehen haben, auch kontaktieren, wenn Ja. sie mehr wissen möchten. Ja, gerne. Das ist das, was ich auch gerne mache, eben auch dieses Wissen einfach weiterzutragen, weil, aber da eben, wo wirklich Interesse ist, selber und wo jemand sagt, Mensch, ich könnte mich da sowas mal öffnen, mich interessiert das wirklich so ungefähr, dann hilft das vielleicht wieder. Das ist vielleicht ein guter Anhalt, dann auch zu sehen, wo zukünftige Lebensmittel liegen könnten. Und vielleicht ist, wie gesagt, wie am Anfang gesagt, dieses Leben eine gute Vorlage für sowas. Schön. Ich denke, damit haben wir das Thema recht umfassend, wenn auch nicht bis in jedes Detail hinein, in diesem Gespräch behandelt. Ja, Ich. das Thema ist sehr, sehr umfangreich. Also man kann da Ja. zu verschiedenen Sachen Dinge sagen. Ein Vortrag oder eine Abend würde drauf gehen, um den Kalender noch ganz im Detail noch zu besprechen. Oder man geht auf Götter ein oder auch auf andere Elemente noch ein, selber oder Feiertage der Wie, in welchen Rhythmen leben sie, was tun die dabei. Also da gibt es eine ganze Menge an Bereichen, in denen ich da auch forsche und tätig bin und versuche, Informationen zusammenzukriegen. Das ist ein sehr umfangreiches Gebiet. Aber ich finde es wichtig, dass wir das wieder ins Bewusstsein bekommen. Und ich glaube, irgendwo liegt das vielleicht auch bei uns in den Genen noch ganz tief drin, dass wir uns das gar nicht so fremd ist, wie es im ersten Moment vielleicht klingt. Ja, auf jeden Fall denke ich und wünsche ich, dass wir Interesse wecken konnten mit diesem Gespräch. Die Rückmeldungen werden wir so oder so bekommen. Ja. Liebe Teilnehmer, ihr könnt natürlich auch jederzeit, wie bei allen anderen Gesprächen, euren Kommentar hinterlassen. Und dir, Helmut, danke ich ganz herzlich für das Gespräch. Ja, Gibt es gerne. noch irgendeinen Wunsch oder irgendetwas, was du den Teilnehmern sagen möchtest? Ja, kann ich vielleicht nochmal zusammenfassen. Von meiner Seite ist es mein Ziel auch, neue Denkphilosophien und dass wir uns von dem jetzigen System denken, das wir haben, so ein bisschen lösen und hinkommen zu neuen Philosophien und neuen Denkweisen. Ob das Vedische das alleinige ist, da gibt es bestimmt auch noch andere spannende Ideen, aber wichtig, dass wir anfangen, drüber nachzudenken und uns damit zu beschäftigen, das zu diskutieren. Und dann kommen wir auch auf andere Gedanken und kommen vielleicht auch zu anderen Lebensweisen. Und das sollte, finde ich, das Ziel der aktuellen Zeit sein, dass wir uns da hin entwickeln. Vielleicht ist das auch eine der Aufgaben, die wir mit dem Beginn des lichten Zeitalters jetzt bekommen haben. Ich danke dir für diese Schlussbemerkung und wünsche unseren Zuschauern und Teilnehmern sehr viel Freude und neue Erkenntnisse. Ja, nochmals, Helmut, dir ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte und das erzählen durfte. Vielen Dank an alle, die Interesse daran haben.